Ich unterscheide in vielen Zusammenhängen zwischen Zweck und Folge. Aus der Sicht meiner jetzigen Existenzweise ist der Zustand, den ich erreiche durch meine Entwicklungsarbeit, aus meiner Sicht die Folge meines Verhaltens, nicht der Zweck meines Verhaltens. Solange ich ein künftiges als Zweck mir vorsetze, etwas, das im Bereich gesellschaftlicher Prozesse, Wirtschaft durchaus das Normale ist, aber wenn ich das in wesentlichen Existenzvollzüge tue, dann entwerte ich die augenblickliche Existenzform. Und ich meine, dass das Buch eigentlich einen anderen Geist suggeriert oder ausstrahlt, nämlich den Augenblick ernst zu nehmen und im Augenblick wahr zu sein, im Augenblick die Liebe zu üben, um im Augenblick zur Erfüllung, zur Fülle des Daseins zu kommen. Ich bestreite die Vorwürfe, die gemacht werden gegenüber den religiösen Menschen, aber religiös meine ich jetzt in meinem Sinne verstanden. Ich bestreite die Vorwürfe, dass das Wissen, das Rechnen mit einem, das Wissen um und das Rechnen mit einem weiteren Existieren nach dem Sterben, unser hiesiges Leben negativ beeinflusse und gewissermaßen uns hier die Erde nicht ernst nehmen lasse. Das bestreite ich ernsthaft. Ich behaupte das Gegenteil. Und ich glaube, man könnte das sogar jetzt in Bezug auf die Entwicklung der letzten 60, 70 Jahre, könnte man das allenfalls auch noch belegen. Nämlich in Gesellschaften, in denen der Großteil der Menschen mit einer Fortexistenz nach dem Tod rechnet, gehen die Menschen miteinander personal und gesellschaftlich moralisch höher stehender um, als in einer Gesellschaft, wo die Überzeugung wegleitend ist, nicht nach mir die Sintflut, sondern nach mir das Nichts. In diesem Punkt sind Sie durchaus gleicher Meinung wie Immanuel Kant, der zwar das Weiterleben oder die Weiterexistenz nach dem Tod als unbeweisbar, erkenntnistheoretisch unbeweisbar behauptete, aber andererseits das Postulat aufstellte: Verhalte dich immer so, dass du nachher mit einer Art Gericht rechnen könntest und vor diesem Gericht positiv Rechenschaft ablegen könntest. Das sind notabene durchaus wieder die christlichen Vorstellungen von den vier letzten Dingen, nämlich Himmel und Hölle, Tod und Gericht. Ja, das ist interessant. Ich thematisiere ja auch das Gericht. Es kommt ja Yolanda hier ins Jenseits. Das ist die Mutter von Jesse. Und nein, es ist nicht Yolanda. Entschuldigung, es ist Lena, James Mutter. Die rechnet zuerst, ja, jetzt kommt das Gericht so. Und ist zuerst mal erstaunt, dass das nicht passiert so.
Aber nachher zeigt sich, sie richtet sich selbst. Also es geht hier nicht darum, dass ein Richter auftaucht und sagt, da, da und da, sondern man ordnet sich selber dort ein, wo man hingehört. Das geschieht auf der Basis des Gesetzes der Resonanz. Also was gleiche Schwingung, seelische Schwingung aufweist, das zieht sich gegenseitig an. Das in Bezug auf das Gericht. Im Übrigen, natürlich kann man sich die Frage stellen, wie sehr wirkt idealistische Philosophie in mein Buch hinein. Und ich denke, das ist offensichtlich. Ich meine, generell stehe ich auf dem Boden der Aufklärung. Ich selber bezeichne mich als Freidenker. Aber das ist aber ein sehr mehrdeutiger Begriff. Ja, ich muss es, und er ist auch belegt in der Richtung der Freidenker. Das ist eben der Anhänger der sogenannten Ganztodtheorie. Nein, ich denke, das sind keine Freidenker. Also, es ist eine Anmaßung jener, die sich in der Freidenkervereinigung sogar versammelt haben und einen Freidenkerverein gegründet haben. Es ist eine Anmaßung zum freien Denken, also notwendigerweise dazugehörend zu behaupten, der Glaube an die Nicht-Existenz Gottes, denn das ist ein Glaube. Es ist unmöglich, die Nicht-Existenz einer Sache zu beweisen. Darum ist die Aussage, es gibt keinen Gott in jedem Fall, ist ein Glaube. Wogegen es allenfalls ja noch möglich wäre, die Existenz Gottes zu beweisen, das wäre grundsätzlich immerhin noch beweisbar oder mindestens erfahrbar. Aber die Nicht-Existenz ist weder Beweis noch erfahrbar, darum immer Glaube. Wenn ich sage, Freidenke, dann will ich damit sagen, ich habe mich befreit von geistigen Autoritäten, sondern ich denke, für mich ist die Erfahrung, mein eigenes Denken, auch meine Intuition, das gehört auch dazu, das ist letztlich maßgebend dafür, was ich mal als Überzeugung in mir akzeptiere. Ich bin aber bereit, das zu erklären als den aktuellen Stand meines Irrtums. Also, ich würde mich niemals auf den Standpunkt stellen. Ich muss jetzt damit kämpfen und das anderen aufnötigen. Und ich, wenn ich sage Freidenker, dann bin ich so frei, das noch zu ergänzen, indem ich sage, ich bin ein religiöser Freidenker. Das heißt nicht Freidenker im Religiösen, das wohl auch, sondern das heißt, ich empfinde mich selbst als religiös. Das ist aber nicht identisch mit dem sich identifizieren mit einem dogmatischen System. Das tönt jetzt etwas wie die Wette des berühmten Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal. Ja. Pascal hat eine Wette gemacht. Ich wette, dass es Gott gibt. Und ich wette, dass es nach dem Tod eine Fortexistenz gibt. Und er behauptet, das ist eigentlich eine Wette, die man nur gewinnen kann. Ja. Warum kann man sie nur gewinnen? Also es ist völlig klar, wenn derjenige Recht hat, der sagt, es gibt nachher nichts, kann es nicht erfahren. Das ist so. Das habe ich auch schon einem gesagt, mit dem ich darüber diskutiert habe, einem Freund. Das ist lustig, wir stehen uns sehr gut. Für ihn ist es vollkommen klar, dass es weder Gott noch ein Weiterleben gibt, aber wir lieben uns. Also das ist kein Grund, dass wir uns deswegen nicht etwa schätzen sollten. Aber ich habe ihm gesagt, siehst du, erfahren, wer Recht hat, kann nur ich es. Und ich kann nur erfahren, dass ich recht hatte.
Denn wenn es nicht weitergeht, kannst du es nicht erfahren und ich nicht. Wir diskutieren jetzt über Blaise Pascal und über ihren gelehrten Freund, der nicht glaubt, was Sie glauben. Müssen wir nicht noch ein bisschen mehr über die Jugendlichen und die Kinder diskutieren? Was mir einmal riesen Eindruck gemacht hat, an einem Geburtstagsfest zweier 50-Jähriger, da waren eben auch unsere Kinder und Jugendlichen, die waren da, und wie die Erwachsenen geschlemmt haben, waren die Kinder etwas draußen. Und worüber diskutierten sie? Ob nach dem Tode etwas sei. Und ich erinnere mich selber, mal bei einer Weihnachtsfeier zu Hause mit den eigenen beiden Töchtern, die Diskussion, was nach dem Tode sei, war unglaublich aktuell. Und ich glaube, dass die wenigsten Erwachsenen diese Diskussion sich so ernsthaft stellen, wie Jugendliche und Kinder sich dieser Diskussion stellen können. Und im Grunde sind sie vom Unbewussten überzeugt, dass es weitergeht. Warum ist das so? Vielleicht, da gibt es natürlich keine sichere Antwort, warum es so ist. Da kann ich nur vermuten. Aber Sie sind ja Psychologe. Ja. Ja, Erziehungsberater und Pädagoge. Ja, ja, gut, das schon. Ich könnte auch sagen, Kenner von Kindern. Und Kinder sind irgendwo dieser Welt, ich nenne sie die geistige Welt, in ihren Erfahrungsmöglichkeiten oder dank ihren Erfahrungsmöglichkeiten näher. Darum, wenn Sie mit einem Kind darüber reden, erscheint es ihm irgendwie logisch, dass das so ist und so sein muss. Und es gibt ja auch Kinder, die durchaus behaupten, sie erinnerten sich daran, an vorher gewesen zu sein, was dann natürlich wieder für die Reinkarnation sprechen würde. Aber etwas Genaues lässt sich darüber natürlich nicht sagen. Aber ich meine, die Frage stellt sich natürlich, wenn wir jetzt wieder auf mein Buch zurückgehen, was hat das dann überhaupt für einen Sinn? Und es ist ganz klar, ich meine, wenn ich das Buch, also geschrieben habe ich es ja primär mal für meine Enkel, Enkelinnen. Aber wenn ich es veröffentliche, dann ist ja die Frage, warum? Also, und das sind wir uns ja wohl einig, aus finanziellen Gründen kann das ja voll kaum funktionieren. Also, damit ist natürlich eine Botschaft verbunden. Das heißt, ich möchte schon die jungen Menschen, die älteren Menschen, die es auch lesen, eigentlich ein bisschen ermutigen, diese Fragen des Lebens, nicht nur des Fortlebens, des Lebens überhaupt, des moralischen Daseins, ernster zu nehmen und diese Zusammenhänge zu sehen. Also von daher sehe ich schon, betrachte ich natürlich mein Schreiben als eine Aufgabe. Insofern kann ich den Pädagogen, den Sie jetzt eben erwähnt haben, kann ich natürlich nicht verleugnen. In Ihrem Buch gibt es dann neben den Hauptmotiven auch Nebenmotive. Und was mir noch Eindruck gemacht hat, ist der Geschichtsprofessor, dem es überhaupt nicht recht ist, dass er beispielsweise eben diesen mittelalterlichen Ritter so negativ dargestellt hat. Nein, er hat ihn positiv dargestellt. Habe ich das falsch? Ja, er hat ihn positiv dargestellt. Ja, wie auch immer, jedenfalls die Wahrheit über die Vergangenheit. Ja. Am Beispiel des Geschichtsschreibers ist ein Thema, und das, glaube ich, ist sogar ein roter Faden durch